ein WWE-Superstar bei den Fans ankommt, hat meistens erstmal damit zu tun, wie man ihn in die Shows reinbringt. Von daher schauen wir uns heute die 10 besten WWE-Debüts der Geschichte an. Platz 10, Paige im Jahr 2014. Paige hatte das beste WWE-Diven-Debüt in der Geschichte der WWE. Die damalige NXT Women's Championess konnte AJ Lee in ihrer Debütnacht bei Raw am 7.04.2014 besiegen und ihr damit den Divas-Title abnehmen. Sie war sofort relevant und wirkte beeindruckend. Platz 9, Goldberg, 2003. Bei der Raw nach WrestleMania 19 konnte der ehemalige WCWler Goldberg seinen Weg zur WWE finden. Die ganze Aufmachung seines Debüts war großartig und vermittelte Big-Time-Feeling. Die Kamera verfolgte Goldberg, wie er vom Backstage-Bereich zielstrebig zum Ring marschierte. Dort angekommen, zerstörte er The Rock. Platz 8, Sting im Jahr 2014. Bei der Survivor Series 2014 kam Sting nach vielen Jahren endlich zur WWE. Es war ein komplett surrealer Moment und niemand hat wirklich daran geglaubt. Am Ende war es aber Realität und wirklich passiert. Sting debütierte und half Team Cena gegen Team Authority, was zu einem Match zwischen ihm und Triple H bei WrestleMania 31 führte. Platz 7, The Shield im Jahr 2012. Bei der Survivor Series 2012 debütierte eine der dominantesten Gruppierungen der WWE-Geschichte. The Shield griff in den Main Event des Pay-Per-Views ein und konnte damit den ersten krassen Eindruck machen. Anschließend hatten die drei eine Winning Streak, die über ein halbes Jahr anhielt. Platz 6, Kevin Owens im Jahr 2014. Am 18. Mai sprach John Cena bei Raw eine weitere United States Championship Open Challenge aus. Auf einmal kam völlig überraschend Kevin Owens heraus und ließ Cena in dem darauf folgenden Promo-Duell ziemlich alt aussehen. Owens sagte, er sei der Prizefighter und eher ein Veteran als Cena. Anschließend powerbombte er den 15-fachen World Champion und konnte auch beim Elimination Chamber Match der beiden den Sieg davontragen. Platz 5, Brock Lesnar. Bei der Raw-Ausgabe nach WrestleMania 18 2002 kam The Next Big Thing zur WWE. Lesnar griff in ein Hardcore-Titelmatch ein und zerstörte alles, was ihm im Weg stand. Mit Powerbombs, Spinebusters und F5s wurde Lesnar sofort als absoluter Zerstörer gezeigt. Platz 4, Paul White 1999. Als erster der WCW-Superstars, die ihr Debüt bei der WWE gaben, ist Big Show aka Paul White zu nennen. In einem Steel Cage Match zwischen Stone Cold, Steve Austin und The Rock, bei dem es um den WrestleMania Main Event ging, debütierte Paul White als Authority Guy, um Stone Cold abzufertigen. Allerdings warf Big Show Stone Cold durch die Käfigwand hindurch. Dadurch hatte Stone Cold natürlich seinen WWE WrestleMania Main Event, obwohl der Riese eingriff. Trotzdem war das Debüt sehr beeindruckend. Platz 3, der Undertaker 1990. Als Mystery Partner von Ted DiBiases Team wurde der Undertaker bei Survivor Series 1990 in die WWE gebracht. Der 2,8 Meter große Deadman kam mit seinem Manager Brother Love heraus und konnte mit einer beeindruckenden Darstellung im Match glänzen. Coco Beware und Dusty Rhodes waren die ersten beiden Opfer des Undertakers an diesem Abend. Platz 2, Chris Jericho 1999. Bei Raw tauchte in den vorherigen Wochen immer wieder der Millennium Countdown auf. Am 9. August 1999 war es dann tatsächlich soweit. Der Millennium Countdown lief ab und Chris Jericho kam heraus. Er unterbrach eine Promo von The Rock und sagte, er sei hier, um die WWE zu retten. Ein sehr gelungenes Debüt. Platz
Platz 1. Kane im Jahr 1997. Im ersten und vielleicht auch besten Hell in a Cell Match der Geschichte traf Undertaker auf Shawn Michaels. Dass diese Ansetzung klasse ist, weiß natürlich jeder. Und auch bei diesem Match kam ein 5-Star-Classic-Match heraus. Am Ende dieses Matches wurde die Halle allerdings dunkel und Kane kam heraus, wie es Paul Bearer die Wochen vorher schon prophezeite. Dieses Debüt war das epischste in der Geschichte der WWE. Schreibt mir doch gerne mal eure Meinung zu dieser Liste rein. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.